Bayern München, Marseille, nein, Bayern München, Lyon, das ist die Partie, die wir heute hier zu sehen bekommen. Das erste Spiel der Gruppenphase im Champions League Turnier. Wir spielen mit einer kompletten B11 und Kilgallen. Ein 16-jähriger Torhüter aus der eigenen Jugend, den haben wir frisch ins Boot geholt und er wird jetzt heute direkt debütieren in der Champions League. Wir haben eine klasse Mannschaft aufgestellt mit einem guten Mix aus alten und jungen Leuten. Er kam hier, Dani Carvajal für 20 Millionen Euro plus Tete von Real Madrid. 25 Jahre alt, ein erfahrener Mann, der auf jeden Fall schon viel gesehen hat in der Welt und der ist natürlich auch erfahren, trotz seines relativ jungen Alters. Kam bislang noch nicht so wirklich an Lahm vorbei, wird jetzt aber nach und nach eben auch mehr Spiele spielen. Wir werden in der zweiten Halbzeit dann höchstwahrscheinlich auch unsere jungen Leute mal ranlassen, wie jetzt eben zum Beispiel Oxford oder Ali oder sowas. Genauso wie Christensen, den wir ja von Gladbach geholt haben. Ne, von Chelsea. Der war ja nur an Gladbach verliehen. Boah, da wäre es schon fast gewesen. Kilgallen mit der ersten Parade im Trikot der Profimannschaft des FC Bayern München. Das ist die nächste Parade von ihm. 69er Gesamthalter mit 16 Jahren, also schon ziemlich stark. Macht eine ziemlich gute Entwicklung mit. Wobei er nur eine prognostizierte Gesamtstärke von 85 hat. Also da müssen wir ein bisschen gucken, wie weit wir da gehen. Und das ist die erste gelbe Karte nach 13 Minuten für Dardé. Oh, komplett allein, Martinez. Komplett allein. Schade. Martinez ist ja auch eher in Vergessenheit geraten bei dieser Mannschaft. Wenn wir mal angucken, was wir auch geholt haben mit einem Godin und sowas, da ist dann halt schwer für Martinez da noch durchzukommen. Aber er hat natürlich auch schon bewiesen, dass er ein klasse Mann ist, dass man immer auf ihn zählen kann. Carvajal, klasse gemacht. Mandzukic. Oh, unser bester Champions League-Schütze. Hätte hier direkt mal da weitermachen können, wo er letzte Saison aufgehört hat. Mandzukic, wieder nix. Dembélé wollte er gerade abziehen, wurde aber dran gehindert. Klasse gemacht. Heuberg, Costa, Douglas Costa. Glück für Lyon, die müssten ja schon längst mit ein, zwei Toren im Rückstand stehen, also wir drücken sie wirklich an die Grenze. Özil setzt sich da hervorragend durch, aber hier hört es dann auf. Lopez hat den Ball. Heuberg auch einer, der viel hin und her geschoben wurde. Da mal verliehen, dann da, aber jetzt kriegt er vielleicht mal seine Spielzeit bei den Bayern. Vielleicht, wir werden sehen, ob er sich da wirklich langfristig mal ein bisschen vielleicht durchsetzen kann. Ist aber kein schlechter Spieler, also gefällt mir richtig gut eigentlich. Schauen wir einfach mal, was aus ihm noch wird. Ansonsten geben wir ihn halt ab, wenn er nicht mithalten kann mit den
ganzen Weltklasse-Leuten hier auf dem Platz. Und Carvajal macht es hier ohne Probleme. Oh, Özil, gut gemacht. Roman Zukic, wichtig, dass man da dran geht. Aber Kimmich hätte da auch den Ball ruhig haben können. Ja, die Bayern-Fans warten ungeduldig auf das erste Tor ihrer Mannschaft. Und auch wir wollen dieses Tor langsam mal sehen. Dembélé. Jetzt kann er rennen. Ah, wird er abgedrängt. Gut, Halbzeit. Steht noch 0-0. Das ist merkwürdig für unsere Verhältnisse. Es müsste eigentlich schon viel höher stehen. Wir bringen jetzt mal Martinez raus und Oxford rein. Christensen geben wir heute mal. Geben wir ihm einen Einsatz? Auf jeden Fall geben wir jetzt Ali den Einsatz für Heuberg. Ziehen wir Özil dahinter. Und dann gucken wir, ob wir in der zweiten Halbzeit vielleicht noch Bedarf haben an einem Robert Lewandowski zum Beispiel. Weil Mandzukic da keine Tore schießt oder weiß Gott was. Wobei er natürlich Möglichkeiten hat. Und er macht sie eigentlich auch. Aber er muss sie halt auch erstmal bekommen, diese Möglichkeiten. Das war schon mal nicht schlecht, aber da wurde er nochmal dran gehindert. Mesut Özil. Ist natürlich auch ungewohnt, wie wir hier spielen, mit einer kompletten B11. Die haben alle so noch nie zusammengespielt. Aber das darf natürlich auch keine Ausrede sein. Das sind Weltklasse-Leute teilweise, die auch einfach funktionieren müssen. Und jetzt Mandzukic. Das war nix. Douglas Costa. Ah, Abschuss, gut gemacht. Und René Adler, wie wir gerade gesehen haben, geht zum FC Chelsea, wenn ich das richtig gesehen habe. René Adler zum FC Chelsea. Der hat noch eine richtig klasse Saison gespielt. Ein 86er ist er, glaube ich, gewesen sogar. Oder ist er sogar gerade. Also ein richtig guter nochmal für Chelsea für die ein, zwei Jährchen auf jeden Fall. Aber ich denke, er wird nicht an Courtois vorbeikommen und dementsprechend kaum Spielzeit kriegen. Und dann verschlechtert er sich wieder. Und dann war es das wieder mit der Karriere. Und Kilgallen. Bislang noch nicht wirklich großartig getestet worden. Ali ist durch. Ali. Mandzukic. Lopez. Klasse. Parade. Wieder Mandzukic und diesmal zum zweiten Mal Aluminium. Das gibt's doch nicht. Zum zweiten Mal in dieser Partie. Zweimal Aluminium, zweimal von Mandzukic. Das ist ein Foul. Aber das war nix. Das war gar nix. Oh mein Gott. Jetzt lässt die Konzentration auch nach, habe ich das Gefühl. Die Bälle kommen nicht mehr wirklich gescheit an. Oh, Mandzukic. Dembélé. Nee. Noch 0-0. In so einer wichtigen Partie. Und wir werden jetzt mal dann umstellen auf eine Dreierkette. So. Costa. Nein, was mache ich denn?
So, Costa geht dann mal darüber. Wobei, machen das eher so. Erli bleibt da hinten. Wen haben wir da? Bernat. Dort setzen wir dann Kimmich hin. Und dann bringen wir noch Robert Lewandowski in die Partie. Godin, kein Foul. Fair den Gegner vom Ball getrennt. Ach komm. Wir müssen den Ball mal ins Ausspielen, sonst wird das nichts mehr mit Lewandowski. Den kriegt er noch. Piatti ist natürlich sehr, sehr schnell. Mesut Özil. Stopp diesen Piatti. Mach mal den Ball weg jetzt. So. Auswechslung bitte. Danke. Balbuena kommt sogar nochmal rein. Also es wird nochmal ein bisschen offensiver bei beiden Mannschaften. Und das ist dann die mangelnde Konzentration. Ah. Genau, genau. Leute. Erli. Sucht die Anspielstation, findet sie aber nicht. Aber holt sich den Ball wieder. Klasse gemacht. Komm einfach nicht durch. Zwei Minuten gibt's noch mal oben drauf. Ach, Schiri. Lass doch Vorteil laufen. Oh, das war's. Das war's. Wir sehen uns bis dann. Und tschüss.